Ja, liebe Freunde, wir waren heute in Wünschendorf. Es ging um die neue Schulnetzreform. In Wünschendorf muss wie viele andere dörfliche Regionen fürchten, dass die Schule verloren geht. Das liegt an einer aus unserer Sicht vorsätzlichen Fehlplanung im Bereich des rotgeführten Kultusministeriums, wo man eben versucht, die Schulen im Grunde genommen zusammenzuwürfeln, dort Geld zu sparen, was man braucht für die großen ideologischen Projekte, wie zum Beispiel das Inklusionsprojekt an den Schulen, wo man also auch Kinder mit starken Lernbehinderungen versucht, in normalen Klassen zu beschulen, was am Ende natürlich sehr viel Geld kostet und zulasten sowohl der behinderten Kinder geht, als auch der durchschnittlich begabten Kinder und natürlich auch der Überflieger. Ihr werdet sich sicher fragen, was mache ich jetzt hier? Das ist ja nun kein Bundesthema. Nicht nur, dass ich Stefan Möller gerne unterstützen will, sondern es ist ja meine Heimat. Ich bin hier groß geworden und es ist mein Wahlkreis. Ihr habt mich dorthin gewählt. Und wenn wir sehen, dass hier in Wünschendorf die Grundschule zugemacht wird, weil da fast alle Schulen geschlossen werden, in Pönitz eine Schule, die komplett saniert ist, soll geschlossen werden. Und wenn Kinder übrig sind in einer Schule, die nicht zum Schlüssel passen, die werden so lange in Schulen in Thüringen rumgeschickt, bis sie einer nimmt. Und stellen Sie sich doch mal vor, wenn so ein Ort wie Wünschendorf, wo eine enge, feste Gemeinschaft, tief verwurzelt in der Heimat hier, auf einmal darum streiten müssen, welches Kind denn an die Schule gehen darf und welches nicht, was vielleicht zu gerichtlichen Prozessen oder ähnlichen führt. Ich glaube, dass damit unsere Gesellschaft gespalten ist. Und ich denke, das wollen wir alle nicht, sondern wir wollen, dass es wieder eine festgefügte Gemeinschaft, vor allen Dingen auch im ländlichen Raum gibt. Wichtig ist aus unserer Sicht natürlich auch, dass sich die Leute nicht durch irgendeinen kleinen gemeinsamen Nenner abkaufen lassen, der da vielleicht lautet, ja, wir führen dann doch eben Klassenteiler ein oder wir gestalten die Höchst- und Mindestschülerzahlen pro Schule oder pro Klasse etwas flexibler. Denn auch dann werden die Zahlen am Ende durch das Ministerium, durch die rot-rot-grüne Koalition so gewählt, dass dann vielleicht nicht 60% der Schulen betroffen sind, sondern nur noch 20% der Schulen von der Schließung oder von der Kooperation betroffen sind. Und das würde im Endeffekt dann nur bewirken, dass das Sterben der Dorfschulen etwas verlängert wird, aber eben nicht grundsätzlich aufgehalten wird. Und das muss ja am Ende das Ziel sein und deswegen muss man eben auch aus unserer Sicht an die großen Fehlstellungen der Schulpolitik ran, die da insbesondere sind, die ideologische Bevorzugung der Gesamtschule und die vor allem natürlich die völlig verfehlte Inklusionspolitik, die aus wirklich wunderbaren, weltweit hochrangigen Förderschulen hier in Thüringen und in Deutschland im Grunde genommen jetzt dieses Inklusionsmodell machen, was ja eigentlich von der Welt für ganz andere Länder gedacht wurde, wie beispielsweise Mosambik oder eben Nigeria, in denen eine ordentliche Beschulung von behinderten Kindern gar nicht stattfindet. Und das herauszuarbeiten, davon die Menschen zu überzeugen und dann entsprechend auch die Schlüsse zu ziehen in der Schulpolitik, das ist eben wichtig. Und lassen Sie uns dabei natürlich eins gesagt sein, wir sind nicht der Meinung, dass man behinderte Kinder irgendwie wegsperren müsste oder gesondert unterbringen sollte. Natürlich müssen die in der Gesellschaft aufgenommen werden, auch vor allem in der Freizeit. Sie müssen Freunde haben ohne Behinderung, ja? Aber in der Schule, wo es auf individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten ankommt und auch auf individuelle Förderung, da macht ein Förderschulsystem wesentlich mehr Sinn als ein Einheitsbrei von Schülern, der von einem Lehrer gar nicht fachgerecht in all den unterschiedlichen Niveaus, wie es erforderlich wäre, geschult werden könnte. Ja, ich denke, du sprichst da natürlich den Bürgern aus dem Herzen, weil meiner Meinung ist es auch so, dass gerade im Freizeitbereich, in den Vereinen, in der Verwurzelung der Heimat, die vielen Traditionsvereine und die verschiedenen Möglichkeiten, die so ein Ort bietet, dort die Inklusion zu machen, ist viel sinnvoller, richtig, als in dem Moment, wo gelernt wird. Und du kannst dich erinnern, die Kollegin aus dem Landtag, die Frau Skippe, antwortete auf die Frage eines etwas emotionalen Bürgers, was denn dann sei, wie denn das geregelt werden soll in bestimmten Fällen, in bestimmten Schulen, wo dann ein Kind zu viel ist oder ein Kind zu wenig oder wie auch immer. Und dann sagte sie, da wird es Ausnahmeregelungen geben. Ja, dann ist nun die Frage, wird dann die Ausnahme zur Regel oder sollte nicht doch ein vernünftiges Gesetz machen, wo man Ausnahmen im Prinzip nicht braucht?
Ja, also genau das ist der Punkt. Das ist aber typisch deutsche Politik mittlerweile, dass die Ausnahme zum Regelfall wird. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen, Sprichwort Europolitik oder eben beispielsweise die unselige Asylpolitik, wo ja auch die Regel schon lange nicht mehr gilt. Und das wollen wir in der Schulpolitik verhindern.